Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt den Kurs zum Kuhstall fahren und Mist auffüllen lassen. Dann werden wir den LKW wieder abgeben. Der ist ja geleast. Aktuell brauchen wir keinen zweiten. Der hat sich ganz gut bewährt. Dann werden wir die Milch verkaufen fahren. Wenn welche vorhanden sein sollte. Ich gehe von aus. Mal sehen, wer am besten zahlt, ne? Ja, wird gedrückt auf 28 und fällt 44. Steigen wir aber aus. Ich habe schon mal gehabt, dass ich dann drinne war und abgeben entsprechend, das war dann entsprechend, naja, das war dann ungünstig, ne? Absturz. So. Wie gesagt, das ist jetzt unnötige Kosten, das muss ja auch nicht sein, ne? So. Mehl verkaufen. Hoffen wir, dass mal was da ist. Letztes Mal ja alles verkauft. Aber wiederum sind jetzt ein paar Stunden vergangen, ne? Eigentlich muss die Milch ja früh verkauft werden und abends, ne? Eigentlich. Gut, heute haben sie ein bisschen modernere Möglichkeiten zum Kühlen, ne? Als früher. Es wurde ja früher auch gekühlt, aber wie gesagt, das ist ja heute ein bisschen moderner. Ach, kriegen wir fast voll, ne? Wer will Milch haben, ne? Dann gucken wir. Meistens Viehhandel. Der Preis fällt, das ist nicht gut. Aber heute wird es einmal gehen. Bevor der Kaffee kalt wird, ne? Cappuccino. Zurück. Oh. Ein bisschen gerade fahren. Dann würde ich mich jetzt mal verkaufen. Wie wir 2 Millionen wieder voll kriegen. Hoffe jedenfalls. Ja, müsste hinkommen. Naja, nicht ganz. Aber fast. Heute Nacht gibt die BGA auch ein bisschen Geld. Einmal Silage, zweimal Silage, einmal Mist. Dann gibt es auch ein bisschen Geld. Dann sollte man die Zahlung wieder haben. Muss ich mal sehen, dass ich irgendwann mal die Restsilage loswerde. Ne? Anführungszeichen. Also bevor wir umziehen, muss es noch verkauft werden. Sonst ist das äußerst. Ja. Beschadung der Arbeit. Ne? Schenken kann man auch nichts hier. Ne? Wollen wir ein bisschen was kaufen? Feld 10 und Feld Nummer 29. 28 werde ich nicht kaufen. Hafer brauchen wir nicht. Aber da müsst ihr den Kurs dann speichern. Das wäre dann Berechnung immer ungünstig. Ne? Aber wir fahren jetzt mal schnell zum Milchverkauf. Und dann sehen wir weiter. Müsste ja das Holz auch noch irgendwie loswerden, ne? Das muss ja auch noch gemacht werden, das können wir ja ein bisschen mal tun. Zumindest das Sägewerk betreiben. Anfangsmäßig, ne? Bisschen. Na, kommen wir durch? Ja. Die männlichen Bullen noch nicht so weit, aber die kommen aber auch nächstes Jahr ungefähr, ne? Die ersten 2 Jahre alt, dann ist es eine Zeit, dass sie wegkommen. 2 Jahre ist ein gutes Zeitpunkt, da haben sie ihr Gewicht erreicht, dann ist es nicht mehr so extrem. Die Schwarz-Weißen werden ja eh nicht so schwer, ne? Das ist ja keine Fleischrasse. Ne? Aber das ist ja so, wenn jetzt keiner die Tiere als
als Zucht behalten will, der lässt sich die entsprechend von einem Bullen besamen, beziehungsweise von einem, ja, Bullen, also im Prinzip eine Besamer nimmt der im Prinzip als Zuchtbullen, da greift sie zurück auf Tiere, die dann viel Fleisch bringen. Wenn es keine Milchtrasse werden soll, ne? Also wenn es gedacht ist für, ja, für Fleisch, dann wird gerne ein Bulle genommen, der jetzt eher auf Fleisch ausgelegt ist, ne? Das ist eher eine Kreuzung. Also unter Umständen, dass das Kalb dann ein bisschen größer wird und kräftiger wird, ne? Rein schwarz-weiß, das klappt meistens, wird nicht so schwer, ne? Also wer jetzt Fleisch haben will, der hofft immer auf ein männliches Tier. Und die anderen, die jetzt auf Milch aus sind, die rufen, wollen eher die weiblichen Tiere haben, ne? Die hochgezüchteten Tiere im Prinzip, also hat auch Nachteile, ne? Die sind dementsprechend früher, Anführungszeichen, schlachtreif, weil sie im Prinzip ausgelaugt sind, ne? Denn die Milch herrscht, also Produktion kostet den Tieren ja viel Ressourcen und Kraft, das ist ja nicht zu unterschätzen. So, wir fahren immer erstmal hin zu unserem Stall und dann werden wir zum Sägewerk fahren, da kurz mal die, wir müssen mal gucken, balkentechnisch, weil die sind, wir finden jetzt mit durch hier. Aktuell fällt mir jetzt nichts ein. Die Ernte ist noch nicht so weit. Missionen laufen alleine. Umstallen könnten wir noch, ne? Ja, wir stallen um. Sägewerk ist mir so langweilig. Das machen wir im Winter. Im Winter ist gut. Im Winter würde ich umzwischen durchziehen. Weil ich keine Ernte mehr machen will. Aber wir machen ja mal jetzt mal die Tiere umstallen. Deswegen, wir müssen ja sowieso die Tiere umstallen, wenn wir umziehen. Aber erstmal nur die Kälber. So, Kälber. Geht hier nicht. Sind nicht im Bereich drin. So. Da 46, das sind die ersten vier. Ein Männchen mit bei. So. Und 4 Jahre alt fast. Oh, 4,1. So. Weibchen, 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 Weibchen. Männlich, männlich, Weibchen, Weibchen. Als Schlachttiere sind die Männchen besser. Die haben mehr Kilogramm. So. Das ist schon eine Mutterkuh. Okay. Wir sind fast voll. Werden wir erstmal die männlichen Tiere überbringen. Oder erst die Weibchen. Yeah. Gleich mal wieder aktivieren. Bursche, läuft ja jetzt nicht mehr. Wird nicht. Nur beeilen, dass wir uns hier in einem anderen Stall dass hier nicht so viel Mist kommt, ne? Jetzt vor der Band. Wäre nicht ungünstig, ne? Wenn das hier im Mist drin steckt, dann ist es schlecht. Kurzer Hinweis in eigener Sache, heute Abend, Freitag, ist wieder ein Livestream. Ob du noch auf Twitch quatscht, Twitch klappt, weiß ich noch nicht, muss ich mal sagen. Ob beides geht, nämlich schwierig, also muss ich sehen, dass ich ein extra Programm nehme. Da muss ich mir mal anschauen. Und da muss ich mal auf Twitch die Woche mal testen. Das ist das Erste, was ich mal machen muss.
testen ab morgen, also ab Sonntag. Heute muss ich noch, muss ich ja nicht, aber heute muss ich noch die Marsch anfangen aufzunehmen. Mittlerweile bei mir kurz vor 4, also bis 7 ungefähr. Und dann nachher, wenn ich auch ganz ehrlich, pausenbedürftig, ne? Also das muss ich mal bearbeiten, die Videos und so, damit ich die morgen auch entsprechend hochladen kann, ne? So, die weiblichen Tiere. Das ist ganz wichtig. Männlich nicht. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich so schnell klicke. Es kommen nämlich drei Männchen. Ich meine, gut, wenn jetzt ein Tier darüber kommen würde, wäre auch nicht so tragisch. Aber ich möchte ja die ja im Grunde behalten, ne? Die Weibchen, ne? Und die Männchen kommen ja irgendwann weg. Und wenn da einer drin ist mit viel Gewicht, und der frisst ja dann nur, ne? Und bringt keine Milch. Das wollen wir ja nicht, ne? Der Trigger ist hier irgendwo. Männlich, genau. Es ist mir wichtig, dass man die Tiere bei Wasser geben. Futter wird noch reichen. Bei den männlichen Tieren nicht ganz so dramatisch, bei drei Tieren. Aber hier kamen ein paar mehr rein. Da wir ein bisschen mehr Futter brauchen, ne? Und Wasser vor allen Dingen, ne? Tag Kuh. Mach Platz, Kuh. Oh, der ist nervös. Oder sie. Verpackt. Hat sich festgelaufen am Wasserhahn. Gut. Jetzt haben die hier, mal kurz reingucken, Menü. Ob das hier ausreichend ist. Also das verkehrte Menü. Und ist. Das sind 250 Tiere, das passt. Sauberkeit, Wasser, Stroh, Futter reicht. Hier reicht das auch. Stroh, das ist okay. Stroh wäre nicht ganz so tragisch, wenn alle wäre. Futter ist wichtig, ne? Und hier Stroh wird wieder eng. Und ansonsten reicht Futter und Wasser auch. Und Sauberkeit ist auch okay. Gut. Das wollte ich wissen. Müssen wir halt noch zurückfahren. Ja, was mache ich Livestream, ne? Wäre schön, wenn die Ernte beginnen würde, ne? Wir haben 17.05 Uhr. Rein theoretisch schlafen gehen und dann hoffen wir mal ernten können, ne? Das klappt, das gut. Das wäre es perfekt. Dann hätten wir da ja Missionen, ne? Muss ich mal gucken, was da für Missionen drin sind. Weil bevor ich schlafen gehe, müsste man noch die Mission abschließen, ne? Rein theoretisch besser. In der Berechnung, ne? Ha! Nicht, dass wir wieder kein Geld kriegen. Das können wir uns nicht erlauben. Auch das Geld. Für die Felder. Oh, das wie besprochen, ne? 44 ist fertig. Lassen. Und abschließen. So, 44. Mal gucken, was in der Nähe ist. 43. Zumindest vorbereiten. 43. Nicht in der Nähe. Das ist woanders. Da oben irgendwo. Na, der braucht noch eine Weile. Weiß ich ja nicht genau. 9. Das ist 44%. Den muss ich speichern. In der 50er sind 4 Felder. Ah, das wird die Ecke. Aber den speichern wir mal ab, den Kurs.
weil das wäre ganz praktisch. Feld 28 Stimmen. Na, schade, wieder klein. Grunde wäre es egal. Was rechnet er gerade? Feld mal dünn. 30 Meter Breite. Speichern. Weil wenn er das Spiel nämlich in der Lade ist, der Kurs nämlich weg. So. So, die Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und wie gesagt, heute Abend Livestream, 18 Uhr. Geht's wieder los. Hier in Thüringen. Dann ist wieder Freitag. Jetzt hat er geht. Ich sage mal tschüss und ciao, ciao. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Bis dann heute Abend, ne? Vielleicht, wenn ihr Lust habt oder Laune habt. Ich hab's jedenfalls. Tschüss.